Moin moin liebe Sportfreunde und herzlich willkommen auf dem AZ Sports Channel. Hier ist euer Kamini von IQ Fitness und heute mit dem Thema Muskelkater für euch. Ich weiß, es herrschen da nach wie vor viele Fragen, was den Muskelkater betrifft. Vor allen Dingen, wie man ihn für sich zu bewerten hat. Ist er eher gut, ist er eher als schlecht anzusehen? Und am Ende möchte ich euch dann auch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr den Muskelkater vorbeugen könnt oder entsprechend behandeln, wenn er denn schon aufgetreten ist. Wie entsteht so ein Muskelkater? Da kursierten früher die unterschiedlichsten Erklärungsansätze. Man ging zum Beispiel davon aus, dass es durch die Übersäuerung der Muskulatur zum Muskelkater kommt. Heute wissen wir es besser. Der Muskelkater, der entsteht nämlich infolge von sogenannten Mikrorissen. Und zwar der kleinsten kontraktilen Einheiten. Da bewegen wir uns auf Ebene der Sarkomere, der Aktin-Myosin-Filamente, die in den Z-Scheiben eingebettet sind. Und genau diese Z-Scheiben, die reißen infolge der erhöhten Spannung, die auf dem Muskel herrscht, wenn wir trainieren. Das heißt, es gibt natürlich unterschiedliche Einflussfaktoren, allen voran natürlich eine ungewohnte Belastung der Muskulatur. Zum Beispiel, indem wir eine neue Übung mit reinnehmen. Vom Langhantelbankdrücken zum Kurzhantelbankdrücken oder von der Beinpresse zur Kniebeuge. Das kann bereits ausreichen, um einen neuen Muskelkater zu verursachen. Auch das Steigern der Gewichte spielt natürlich eine Rolle. Auch da kann ein Muskelkater einfach nochmal stärker in seiner Ausprägung erscheinen. Oder auch die muskuläre Ermüdung, die mit Sicherheit ein Faktor ist, die gerade bei Dauerläufern auftritt oder auch bei sehr hochintensiven Krafttrainingsformen wie den CrossFit zum Beispiel, wo das auch ein Faktor sein kann. Was vielleicht nochmal wichtig ist zu erwähnen, in der Trainingswissenschaft unterscheiden wir ja unterschiedliche Bewegungsphasen. Im Falle des Bizeps Curls, um das ganz einfach zu erklären, wir haben einmal die konzentrische Phase, wo der Muskel verkürzt, also die Aufwärtsbewegung. Dann haben wir noch die isometrische Phase, wo man einfach nur das Ganze hält, wo es zu keiner Verkürzung oder Verlängerung kommt. Und dann die ganz wichtige und auf dem Muskelkater einfach nochmal mit einem stärkeren Einfluss nehmende exzentrische Bewegungsphase. Ja? Also das wäre im Falle des Bizeps Curls die Abwärtsbewegung, wo es zu einer Muskelverlängerung kommt. Und genau diese exzentrische Phase, die hat einfach nochmal einen stärkeren Einfluss auf die Ausprägung des Muskelkaters. Auch der Trainingsstatus spielt natürlich eine Rolle. Ob ich ein Anfänger bin oder ein fortgeschrittener Athlet, kann auch einen großen Unterschied ausmachen, ob ich einen Muskelkater bekomme oder nicht. Wir können uns natürlich an gewisse Bewegungsmuster auch adaptieren. Wenn wir jahrelang das Langhantelbankdrücken machen, dann wird unser Muskel irgendwann etwas stumpfer gegenüber dieser Bewegung und dementsprechend fällt auch der Muskelreiz ein bisschen geringer aus, auch die Muskelschädigung ist geringer und dementsprechend auch der Muskelkater. Ist ja vor allen Dingen ein Phänomen, der bei Trainingsanfängern auftritt oder auch bei Leuten, die eine etwas längere Trainingspause hatten, dann wieder einsteigen, häufig auch ein bisschen zu übermotiviert. Bei Leuten, die wirklich schon jahrelang am Eisen sind, die werden das wahrscheinlich gar nicht mehr so kennen wie in ihren Anfängen, dass man dann das Gefühl hat, sich nicht mehr wirklich bewegen zu können. Also ja, das muss man einfach so ein bisschen auch berücksichtigen, dass die Erfahrung dann eine Rolle spielt. Ist ein Muskelkater jetzt gut oder schlecht? Das kann man nicht so pauschal sagen. Grundsätzlich gilt natürlich, ein Muskelkater ist kein Indikator für ein gutes Training. Also das kann ich schon mal vorab sagen und das kann man auch so pauschalisieren. Selbst ohne Muskelkater kann man trotzdem weiterhin Zuwächse erzielen, sowohl im Kraft- als auch im Muskelbereich. Ja? Und ja, ich habe auch keinen Muskelkater mehr nach jeder Trainingseinheit und erziele trotzdem meine Fortschritte. Solange ich meine Progression im Training beibehalten kann, habe ich alles getan, was ich tun muss. Auf der anderen Seite spielt natürlich die Dauer und Stärke eine Rolle. Also wenn ihr euch fragt, ist der Muskelkater jetzt zu stark oder eben nicht, einfach mal ein bisschen in sich selbst reinhören. Wenn er länger als 2 bis 3 Tage anhält und wirklich so intensiv ist, dass ihr euch in euren Bewegungen einschränken müsst, dann könnt ihr davon ausgehen, das war einfach ein etwas zu hoher Trainingsreiz. Dann lieber ein bisschen zurückschrauben, im nächsten Training versuchen, einen Gang zurückzuschalten und ja, das Ganze eben so anzupassen, dass er maximal 2 bis 3 Tage anhält. Man darf nicht vergessen, es ist eine Muskelschädigung. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch okay und auch gewollt, weil daraus natürlich wieder ein kräftigerer Muskel resultiert. Aber wenn wir den Muskel zu stark beschädigen und dadurch die Regeneration unnötig in die Länge ziehen, dann kann das dazu führen, dass wir eine Trainingspause einlegen müssen. Natürlich steigt auch das Verletzungsrisiko, weil wir etwas unkoordinierter vielleicht sind im nächsten Training und insofern muss man das ein bisschen kritisch hinterfragen. Wenn überhaupt, dann nutze ich es sehr gerne bei etwas ja, fortgeschritteneren Sportlern als Indiz, wenn man das Trainingsprogramm mal geändert hat und die dann berichten, ja, ich hatte am Folgetag einen Muskelkater, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass wir wirklich einen neuen Reiz gesetzt haben. Nicht mehr und nicht weniger. Also Muskelkater gut oder schlecht, hängt immer ein bisschen davon ab, wie stark ist er, wie lange hält er an und muss man einfach für sich selbst immer so ein bisschen hinterfragen. Aber grundsätzlich gilt eben, Muskelkater muss nicht sein, man kann trotzdem gutes Training gehabt haben.
Wie beugt man dem Muskelkater jetzt vor? Was kann man am besten tun, um ihn zu behandeln, wenn er schon aufgetreten ist? Ein angemessenes Aufwärmprogramm, das ist das A und O, und das möchte ich euch an der Stelle auch ans Herz legen. Ich teile zum Beispiel mein Aufwärmprogramm in zwei Teile. Zum einen das allgemeine Warm-up auf dem Cardiogerät, maximal 10 Minuten, einfach um den Körper ein bisschen auf Temperatur zu bekommen, dass die Muskeln ein bisschen geschmeidiger werden. Und da achte ich zum Beispiel auch darauf, je nachdem, was ich trainiere an dem Tag, auf welchem Cardiogerät ich mich aufwärme. Im Falle des Unterkörpertrainings ist es dann eher mal das Rad, im Falle des Oberkörpertrainings der Crosstrainer oder das Rudergerät, wo ich eben auch ein bisschen Oberkörpereinsatz habe. Das Ganze wird dann durch ein spezifisches Warm-up abgerundet. In dem Falle des Oberkörpertrainings oder im Falle des Brusttrainings wäre das zum Beispiel, dass ich mich beim Bankdrücken erstmal mit ein paar lockeren Sätzen hin zu meinem Arbeitsgewicht hocharbeite, um die Geist-Muskel-Verbindung schon mal herzustellen und natürlich auch den Muskel schon mal darauf vorzubereiten, was jetzt gleich auf ihn zukommt. Das Ganze kann man dann abrunden durch ein Faszientraining. Im Unterkörper arbeite ich gerne mit der Black Roll, im Oberkörper mit dem Black Ball oder auch ein Rotatorentraining. Wenn man das soweit abgedeckt hat, ist auf jeden Fall schon mal soweit alles erledigt, was man erstmal machen kann, um den Muskel bestmöglich auf das Training vorzubereiten. Was man bitte tunlichst meiden sollte, ist das statische Dehnen vor dem Training, dann lieber mit ein paar dynamischen Bewegungen arbeiten. Das ist wesentlich effektiver, gerade im Sinne der Verletzungsprophylaxe, als durch ein statisches Dehnen kompletten Spannungsverlust der Muskulatur zu erzeugen. Man nimmt den Muskeltonus raus und ihr werdet zum Beispiel auch niemals einen Sprinter sehen, der sich vor seinem Lauf extrem dehnt, ja? Weil nur ein kräftiger Muskel ist natürlich ein leistungsfähiger Muskel, und wenn man diesen Tonus rausnimmt, die Spannung extrem rausnimmt, dann ist natürlich nicht nur die Verletzungsgefahr ein bisschen größer, sondern auch die Maximalleistung etwas herabgesetzt. Ein lockeres Cooldown, das ist dann schon produktiver, gerade nach dem Training hilfreich oder auch am Folgetag, kann den Heilungsprozess ein bisschen unterstützen, aber vor allen Dingen hier durch den durchblutungsfördernden Effekt. Genauso wie die Post-Workout-Nutrition eine wichtige Rolle spielen kann, vor allen Dingen Eiweiß als Baustoff hier ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Das kann man in Form von einem Shake machen, aber auch durch eine ganze Mahlzeit. Einfach eiweißreich gestalten, das Ganze mit Kohlenhydraten im besten Fall ergänzen. Dann hat man soweit seine Hausaufgaben erledigt und weiß, dass man zumindest die Regeneration durch die Ernährung bestmöglich unterstützt. In einem Post-Workout-Shake ergänze ich auch gerne Glutamin. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß, da ist die Studienlage sehr kontrovers, aber ich verlasse mich da ein bisschen auf meine persönliche Erfahrung und vor allen Dingen auch auf Berichten von anderen Athleten, und die sind durchweg positiv. Deswegen empfehle ich auch gerne Glutamin, auch mit Kreatin das Ganze zu ergänzen. Dann ist auf jeden Fall auch die Post-Workout-Nutrition soweit abgehakt. Saunagänge, warme Bäder und Massagen können auch Maßnahmen sein, die durchaus helfen können, wenn der Muskelkater schon da ist. Auch hier wegen den durchblutungsfördernden, wegen dem wärmenden Effekt. Auch kalte Eisbäder werden gerne empfohlen, aber das, glaube ich, ist eher so eine Sache, die von Leistungssportlern präferiert wird. Massagen, ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu intensiv und am besten nicht am selben Tag, sondern ein bis zwei Tage danach, und wirklich sehr moderat, sehr vorsichtig arbeiten. Von Schmerzmitteln rate ich grundsätzlich ab, habe ich auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit sammeln können. Ich selbst habe sie nie wirklich genutzt, aber ich kenne Athleten, die es getan haben, und auf lange Sicht tut man sich damit nichts Gutes. Zum einen steigt die Verletzungsgefahr, weil man das Schmerzempfinden unterdrückt, was natürlich so ein bisschen dazu führt, dass man sich im Training überschätzt, und natürlich auch nicht wirklich gesund für die Magen-Darm-Flora auf lange Sicht, sich immer die Ibus reinzuknallen. Also seid da wirklich vorsichtig. Ich weiß, in den USA wird das ja gerne auch von Freizeitsportlern genutzt, aber wenn ihr kein Leistungssportler seid oder Wettkampfathlet mit mehreren Trainingseinheiten am Tag, dann lasst wirklich die Finger davon. Greift dann lieber zu dem guten Kirschsaft, der hat tatsächlich eine positive Wirkung, auch erwiesenermaßen, und es schmeckt zudem auch ganz gut. Damit sollte man auf jeden Fall auch den Muskelkater bestmöglich vorbeugen und behandeln, wenn er aufgetreten ist. Und ja, das erstmal so zum Muskelkater. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne unten in die Kommentare reinstellen. Ich hoffe, das Video war wieder mal spannend für euch und ihr habt ein bisschen was gelernt. Freue mich, euch im nächsten Video dann wieder zu sehen, Sportsfreunde. Bis dann, euer Carmine. Haut rein!